Willkommen zu meiner DFB-Vorstellung für den November 2023. Zuerst stelle ich kurz den Kader vor, dann gibt es meine Wunschaufstellung für die nächsten Spiele, dann rede ich über den nächsten Spiel, also was steht überhaupt an und dann kurz noch meine Erwartungen. Zuerst also mal mit dem Kader, da beginnen wir natürlich mit dem Tor, da haben wir Baumann von Hoffenheim, Blaswig, Ter Stegen und Kevin Trapp, da wird natürlich Ter Stegen die Nummer 1 sein. In der Verteidigung haben wir dann Rüdiger von Real Madrid, Raum und Henrichs von Leipzig und Hummels von Dortmund, sowie dann noch Tah und Süle. Dann bekommen wir auch schon zum Mittelfeld und da haben wir Andrich, Brandt, Goretzka, Groß aus der Premier League, genauso wie Havertz, der von Arsenal kommt, genauso wie Gündogan, Hofmann und Kimmich. Abschließend habe ich dann noch Führich, Prömel, Würz und Sané. Prömel, der wurde ja nachnominiert für Matcher. Im Sturm haben wir dann die wiedervereinten Füllkrug und Duxch, genauso wie die zwei Spieler von Bayern, Thomas Müller und Serge Gnabry. Und dann kommen wir jetzt zweitens auch schon zu meiner Wunschaufstellung jetzt für die nächsten Spiele. Da haben wir im Tor, wie schon erwähnt, Ter Stegen. Die Innenverteidigung wird dann gebildet von Hummels und Rüdiger. Links haben wir dann David Raum, der quasi den Gosens ersetzt, der auch nicht dabei sein kann. Rechts dann Tah, ich finde, der hat das richtig gut gemacht in den letzten Spielen. Ist extrem sicher und auch mit Leverkusen wirklich formstark. Im Mittelfeld hat mir die Kombination zwischen Gündogan oder mit Gündogan und Pascal Kroos richtig gut gefallen. Ich denke, dass dann für einen Kroos auch ein Andrich oder ein Prömel spielen könnte. Also ein bisschen defensivere Spieler, die aber trotzdem technisch viel drauf haben. In der Offensive fällt ein Musiala aus, da habe ich jetzt ein Müller aufgestellt. Links habe ich Würz, rechts habe ich Sané und Füllkrug im Sturm. Das, dieses Müller, Würz und Sané, ich sag mal Dreieck, kann aber natürlich durchtauschen. Würz mal in die Mitte rücken, Sané mal auf links, Müller stoßt mal nach vorne, aber ich denke, das kennt ihr. Jetzt also einmal kurz zu den Spielen, die überhaupt anstehen. Da haben wir einmal das Spiel Deutschland gegen die Türkei am 18.11., also noch diese Woche und dann Österreich, Deutschland nächste Woche am 21.11., das ist dann der Dienstag, jeweils abends. Jetzt noch als letztes, als viertes zu meinen Erwartungen oder zu meinen Wünschen, was ich gerne sehen würde von der Nationalmannschaft und da haben wir mir drei Dinge aufgeschrieben. Einmal eine Spielidee. Ich will, dass unter Julian Nagelsmann endlich eine Stammelf spielt und das scheint so zu sein, auch gegen Mexiko und USA war es eben eine Elf, die relativ gleich geblieben ist und jetzt will ich eine Spielidee entwickelt sehen. Also eine klare Vorschrift, was macht der Innenverteidiger im Angriff, was machen die Außenverteidiger, was macht das Mittelfeld, was macht ein Gündogan, was ist die Rolle von einem Pascal Kroos, dass die alle eine klare Idee haben, was sie zu tun haben und dass es nicht in jedem Spiel komplett wieder gemixt wirkt, wie es teilweise in der Vergangenheit gewesen ist. Als zweites wünsche ich mir oder erwarte ich gegen eine Mannschaft wie die Türkei und gegen Österreich, die einfach nicht so die Einzelspieler haben. Türkei muss man noch gucken. Zum Beispiel Arda Güler ist ja auch verletzt bei der Türkei. Also wirklich so diese Starspieler haben die einige Verletzungen, einige Spieler, die ausfallen. Dass Deutschland da dominant auftritt und wirklich zeigt, dass sie einfach individuell besser sind. Denn das sind sie auf dem Papier zumindest. Und wenn sie es dann eben mit einer richtigen Spielidee auf den Platz bringen, können sie auch eine richtige Dominanz ausstrahlen. Und es gilt dann auch eben für das Auftreten in den Zweikämpfen, für die Offensivaktion. Dass dann nicht, oh, wo spiele ich den Ball jetzt hin, kommt, sondern okay, ich weiß genau, wo ich den Ball hinspiele. Spielen muss und das oder birgt dann eben eine Dominanz. Und als letztes, als drittes, was ich mir wünsche oder wo meine Erwartungen sind, sind Einzelaktionen. Gerade von Spielern wie ein Sané oder ein Würz, aber auch mal ein schönes Dribbling von Raum oder eine schöne Flanke auf der Außenseite oder ein strammer Schuss von Gündogan oder eine super Idee von Gündogan. Irgendwas Einzelaktionmäßiges, dass man ein Spieler von Sané ausgetribbelt wird oder ein super Steckpass von Würz. Eine gute Spielidee. Einfach, wo man sieht, wir haben Spieler auf dem Platz, die sind nicht nur als Team gut wegen Spielidee und der Dominanz, sondern sind auch als Einzelspieler richtig gut und wenn mal vielleicht nicht was einfällt, dem Team oder wenn gerade die Taktik nicht ganz aufgeht, dass sie trotzdem mit Einzelaktionen in einzelnen Situationen überzeugen können und auch ein Spiel umkippen können. Das sind also die drei Wünsche, die ich habe. Eine klare Spielidee, eine Dominanz auf dem Platz und auch die Fähigkeit über Einzelaktionen ins Spiel reinzukommen. Das war meine Vorstellung für den DFB im November 2023. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren. Da sind einige, die die Sachen schauen, aber noch nicht abonniert haben. Also würde mich extrem freuen, wenn ihr das machen würdet. Auch gerne kommentieren, was ihr von dem DFB-Team erwartet, was ihr davon haltet. Die nächsten Spiele, was da eure Tipps sind. Die Tipps kommen natürlich wie immer an den Tagen der Spielen über den Short. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.